Weiter geht's. Diesmal jetzt mit einem anderen Fokus. Wir gucken uns nicht mehr den Luftschall an, sondern an diesem lustigen Beispiel eines Rasenmähers Körperschall. Wir haben Beschleunigung aufgenommen mit einem Triax-Sensor X, Y und Z. Und ich will einfach ein bisschen zeigen, was kann man eigentlich mit Beschleunigungssignalen alles machen. Absolute Basics, aber dennoch gibt es immer wieder Fehlerquellen, auf die ich hinweisen möchte. Was kann man damit tun? Schauen wir uns erstmal eine Messung an. Wir brauchen jetzt nicht hier alle einzelnen uns anzugucken, sondern es reicht, wenn ich eine einzelne Messung nehme. Ich lese hier mal, wähle diese Messung aus. Da haben wir wieder diesen Luftschallkanäle, zwei Stück, und eben diese XYZ, diese drei hier. Und wie gesagt, die Luftschallkanäle wählen wir einfach ab. Die wollen wir jetzt gar nicht beachten, sondern nehmen nur diese drei Beschleunigungskanäle. Wir fangen mal ganz schlicht an. Keine Analyse, keine Statistik, die machen wir auch mal ganz weg und gucken uns einfach nur in einem Data Viewer an, was ist da eigentlich so drin. Erstmal gucken. Und raus damit. So, da sehen wir jetzt diese drei Signale, X, Y und Z. Und natürlich am Anfang dieser Schlag von dem Einschaltvorgang, hinten nochmal so ein Titscher. Wenn ich da jetzt reinzoomen möchte, kann ich das natürlich einmal über die Achse machen. Ich kann das über die Achse machen. Oder wenn man es ganz schnell machen möchte, mit der kleinen Zaubertaste, das ist die Steuerungstaste, grundsätzlich bei Artemis, kann ich hier zum Beispiel einen Rahmen ziehen. Die Steuerungstaste gibt mir immer eine Zusatzfunktion. Und hier sieht man einfach mal, was passiert denn da so. Ich sehe jetzt, okay, X ist relativ schwach ausgeprägt, das ist diese grüne Linie. Dann habe ich hier in Rot die Y, die ist schon sehr stark dabei. Und dann haben wir hier auch irgendwo noch die Z-Linie. Also man kann schon mal sehen, dass Y sehr kräftig unterwegs ist, die ist hier höchsten Pegel erreicht. Ist schon mal eine Aussage, okay, das ist also diese Bewegung seitwärts im Holm von dem Rasenmäher, den ich festhalte. Aber wie kriege ich das jetzt irgendwie mal ein bisschen aufbereitet? Das ist der nächste Gedanke, den man hat. Dann gehen wir nochmal zurück ins Pool-Projekt. Jetzt haben wir aber gelernt, wir müssen möglichst früh Kanäle reduzieren. Eben haben wir es gemacht mit linker Kanal, rechter Kanal, einfach das Max bilden. Was mache ich denn bei den Beschleunigungen? Sage ich jetzt auch das Max? Ist nicht so sinnvoll. Wenn ich jetzt starke Beschleunigungen in Y-Richtung habe, dann ist es der höchste Wert und ist es dann egal, was die anderen machen? Nein. Natürlich addiert sich das in irgendeiner Form auf. Und das sollten wir auch berücksichtigen. Das heißt, wenn wir da schwingen und in die Richtung schwingen und das zusammen, alles zusammen, ergibt er dann die Gesamtbeschleunigung, den Vektor. Oh Gott, wie kriegt man das eingerechnet? Dafür gibt es, das ist etwas, was hier zwischen passiert, zwischen den reinen Zeitdaten und der Analyse. Kann ich hier mal einklappen. Das braucht nicht jeder. Wir sind schon so weit, wir brauchen es. Wir nennen das den Filterpool. Machen wir mal auf und fügen ein eine Vektormagnitude. Und das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Nämlich, dass wir x² plus y² plus z² immer den Gesamtvektor im Raum rechnen können. Da gibt es nicht viel einzustellen, nur der Hinweis, ab welchem Kanal geht es denn los. Die ersten beiden sind der Luftschall. Also sage ich hier bei den Einstellungen, ab dem dritten Kanal, da ist die drei Kanäle verrechnen und nur zur Sicherheit mal gucken, schalte ich noch den Bypass an, also die drei werden auch nochmal einzeln durchgeschickt. Wir rechnen das Ganze nochmal aus und wir gucken mal hier ins Detail rein. So, einen kleinen Zeitausschnitt und dann sieht man schon, gut, wir haben X, Y, Z wie bisher und jetzt in Blau dazu bekommen, ich mache die Kurve mal ein bisschen dicker, so, in Blau dazu gekommen ist jetzt die Gesamtsumme aus X, Y und Z. Was zu beachten ist bei dieser Summe ist, da man sieht es ja hier, es addiert sich immer aus dem höchsten Peaks und was noch dazu kommt, dieses Grund, also setze ich immer die höchste, weil immer noch mehr da drauf ist und sie ist niemals negativ. Das unterscheidet sich von allen anderen Beschleunigungssignalen, die ja grundsätzlich Plus und Minus durchlaufen, aber es ist ja so, ein Vektor wird ja niemals irgendwo dann plötzlich zu nichts, hat immer eine positive Ausrichtung, das ist ja nur der Betrag des Vektors, den wir hier haben. Muss man im Hinterkopf behalten, dass man da einen Betrag hat. Rein mathematisch, x Quadrat, in dem Moment ist ja auch die Phaseninformation weg. Wenn man später die Wurzel bildet, kommt sie auch nicht mehr wieder. Gut, was können wir noch machen? Jetzt frage ich mich, jetzt würde ich doch davon gerne mal den Pegel berechnen. Jetzt habe ich das schon auf einen Wert, auf eine Gesamtbeschleunigung zu untergebrochen. Jetzt berechnen wir mal einen Pegel. Und dann sehe ich hier Level versus Time A. Aber ist das richtig? Gut, diese A-Bewertung ist nicht so weit verbreitet in der Akustik, dass sie auch gerne immer genommen wird. Aber mal kurz zur Erinnerung, diese A-Bewertung, die kommt aus dem Luftschall heraus. Da hat man irgendwann
vor langer Zeit nach dem Krieg festgestellt, ja, wir haben hier nicht ideale Mikrofonbedingungen, wie man, wenn man ein Mikrofon baut, hat. Das liegt in erster Linie daran, dass sich ein Geräusch verändert, wenn man durch eine Tröte spricht. Hört man sofort. Jetzt sagen die, unser Rasenmäher trötet ja gar nicht. Nee, aber es ist dasselbe, ob ich durchspreche oder dadurch höre, es hört sich anders an. Und wir hören die ganze Zeit durch eine Röhre. Unser Ohrkanal verfälscht einfach das Luftschallbild extrem. Da kommen einige Frequenzen stärker durch, andere nicht. Dann gibt es dann auch einen Trommelfell, einen Steigbügel. Das sind alles Effekte, die hinzukommen. Und dementsprechend haben wir bei 1000 oder 2000 Hertz einfach so einen Peak. Das hören wir besonders gut. Und andere Frequenzen, zu hohen und zu tiefen Frequenzen weg, das wird unterdrückt. Und um das abzubilden, hat man diesen A-Bewertungspegel eingebracht. Und deswegen hört man schon, das hat allein etwas mit Luftschall, mit unserem Ohr zu tun. Und wir reden jetzt hier über Vibrationen an einem Handgriff. Rasenmäher, Bohrmaschine, was auch immer ich gerade in der Hand halte. Kann auch ein Lenkrad sein. Etwas, was in meine Hand einwirkt und hat damit überhaupt nichts zu tun. Was? Nicht A-Bewertung? Was nehmen wir denn dann? Diese Anflug von Panik kommt auf. Ich kenne doch nur die A-Bewertung. Ganz ruhig. Es gibt ja hier die Einstellung, was man haben möchte. Und ich kann jetzt hier frei wählen, was möglich ist. A, B, C, D, da gibt es viele Dinge. Oft hört das normale Schulwissen an der Stelle auf. Und jetzt fragt man sich, da kommt keine Antwort, da fragt man die Kollegen, ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, welche Bewertung nehme ich denn da eigentlich? Wenn man dieses Gefühl hat, man kommt nicht weiter, einfach mal Hilfe rufe, indem ich F1 drücke. F1 öffnet immer an der Stelle, wo ich gerade hänge, die Hilfeseite. Und hier sehe ich schon Grundlagen zur Frequenzbewertung. Genau mein Ding gerade. Gehe ich drauf und dann kann ich hier nachschlagen. DBA, genau, das ist diese Kurve, kenne ich. BC, nie benutzt. Und dann kommt die gleiche Lautheit, auch nicht unser Thema gerade, aber jetzt kommt's. Vibrationsmessung, so hier, Frequenzbewertung, Z-Richtung, Einwirk auf den ganzen Körper, sitzen, stehen oder liegen. Das wäre jetzt so Sitz. Schienenbeschleunigung und was geht dann so in meinen Magen rein? Nicht unser Ding, rotieren, da. Frequenzbewertungskurve für Vibration, alle Richtungen, X, Y, Z, einwirkend auf Hand und Arm. Das ist unsere Kurve, heißt WH. Das, was macht das? Ich brauche ein Bild. Da ist er. Frequenzbewertung WH. Das sieht eigentlich genauso aus, wie man es kennt von unserer DBA-Kurve. Es gibt so einen Peak, fällt nur zu beiden Seiten ab. Nur der entscheidende Unterschied ist, wir sind nicht hier bei 1000 Hertz im Maximum, sondern bei 10 Hertz. Das ist eine 2-10er-Potenzen. Das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen. Das heißt, für die Beurteilung an der Hand nehmen wir die WH-Bewertungskurve der Frequenz. Wir haben was gelernt. Okay, wo kann ich das einstellen? Wir sehen das hier, Level versus Time, kann ich hier einfach hingehen und dann einer verschiedenen Bewertungskurve einstellen. Ich will es mal eben zeigen, dass man es auch mal gesehen hat, was macht das. Wenn ich zum Beispiel Insert FFT versus Time da reinhole, so, nehmen wir mal diese drei Beschleunigungswerte und jetzt noch unbewertet, dann sehe ich jetzt hier, ich habe noch den Max-Wert da drin, ne? Den nehmen wir raus, so, schwupps. Dann sehe ich jetzt hier X, Y, Z und sehe, ja, es gibt ein X einige Anteile hier oben raus. Y hat viel bei 50 Hertz, Z auch bei 50 Hertz, bei 100 Hertz. Es gibt ein breites Spektrum. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, nee, pass mal auf, da machen wir jetzt mal fälschlicherweise eine A-Bewertung drauf, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Dann kriegen wir die Information, hier, guck mal oben, alles schiebt so nach oben zu den 1000 Hertz hoch. Das ist wichtig und das hier fällt völlig unten raus. Gehe ich jedoch hin und sage, ich habe gerade mal nachgeguckt, wir sollten vielleicht doch mal bei der Handvibration WH benutzen und wir gucken uns dieses Ergebnis dann an, sehen wir, dass das da oben völlig irrelevant ist, sondern wir sehen ausschließlich nur die Vibration hier im unteren Bereich bei 50 Hertz und Y ist hier der Vorreiter, das haben wir eben schon gesehen, das sind die größten Pegel, die wir erreichen. Auch Z ist mit dabei, 100 Hertz ganz leicht noch mit dabei. Okay, haben wir gelernt, WH. Wir schließen mal die ganze Gruppe hier wieder, alle nochmal weg. Was machen wir jetzt? Also, wir sagen, wir berechnen den Pegel mit einer WH-Kurve. Das würde aber bedeuten, wenn ich jetzt Pegel mit einer A-Kurve berechne, dass ich einmal hingehe und sage, Handle X, Y, Z, Level versus Time, und dann mache ich dann, muss ich immer umstellen. Der eine oder andere ist clever und sagt, nee, pass auf, dann mache ich mir erstmal eine Kopie. Kleiner Trick, ich nehme einfach diesen ganzen Analysefolder, das brauchen wir nicht mehr, diesen ganzen Analysefolder, drücke meine Zaubertaste, Steuerung, dann kopiere ich das und kann diesen zweiten Folder
weil wir für Körperschall einsetzen. Körperschall. So. Schreibe ich da oben vielleicht auch nochmal, damit ich das morgen auch noch weiß. Luftschall. Hin. Und dann kann ich in den langen Level versus Time und da gehe ich bei der Analyse auf die Einstellungen W, H und die FFT. Wenn ich mal eine berechne, die nehme ich dann auch mit der Analyse FFT, WH. So, zum Beispiel. Lautes macht in dem Fall keinen Sinn. Okay, so kann ich also rechnen. Das bedeutet jetzt, in Zukunft werde ich XYZ in diesen Körperschall schicken, Data View machen. So, den mache ich aus. Und dann gehe ich hier hin, wähle die drei ab, addiere dann den Luftschall und dann muss ich den ausschalten und den wieder einschalten und dann den nochmal und dann wieder zusammen. Das merkt man schon, das wird viel Geklicke. Gibt es da nicht was Einfacheres? Natürlich. Ich zeige mal einen anderen Weg, der es viel plastischer und einfacher macht und vor allem fehlersicherer. Fehlersicher kann man sogar sagen. Wir machen das nicht so, wir machen das ganz einfach. Ich nehme einfach mal die FFT Average hier, kopiere mir die mal eben raus. Und was ich tue, ist, dass ich hier überhaupt keinen Filter einsetze. Ich sage also unbewertet None. Aber wo muss der Filter rein? Dafür können wir auch den Filterpool benutzen. Ich füge also ein, ich mache mal nochmal einen neuen Ordner. So, in diesen neuen Ordner füge ich ein, eine Frequenzgewichtung, da ist sie doch schon. Das heißt, die Zeitdaten kommen, in diesem Fall ruhig nochmal die Beschleunigungsdaten, x, y, z, die gehen dann in diese Frequenzbewertung ein und da kann ich es ja schon wieder einstellen, was da bewertet wird. Da sagen wir einfach, die kriegen WH. Ich mache mal nur eine Kopie, Steuerungstaste, ruhig noch dazu. Und im zweiten Anlauf sage ich, wir nehmen aber auch hin und wieder mal den A. Das heißt, jetzt habe ich beide Bewertungen, die dann hier in die FFT reingehen. Jetzt muss ich nur noch sagen, was wann anzuwenden ist. Und das kann ich einstellen. Frequenzgewichtung A nicht auf alle Kanäle, sondern nur auf alle Luftschallkanäle. Und die Frequenzgewichtung WH nicht auf alle Kanäle, sondern nur auf die Vibrationskanäle. Ach! Ein gewisses Lachen kommt einem auf die Lippen. Das ist schön. Das heißt, ich kann in Zukunft immer hingehen und alle Kanäle automatisch hier durch diesen Filter jagen, in eine FFT, die unbewertet ist, gehen und dann in den Data Viewer. Schauen wir uns das mal an, was da rauskommt. Ich fasse die nochmal alle in ein Paket zusammen, da sieht man es besser. Und was einem da auffällt, ist, dass man überraschenderweise vier Achsen hat. Ich hätte zwei erwartet. Wir haben einmal hier Beschleunigungen, hat zwei und auch der Luftschall hat zwei. Was ist da passiert? Ich zeig's mal. Wir haben diese fünf Kanäle. Diese fünf Kanäle werden jetzt in diesen Filter gesteckt. Und der guckt, die Vibrationskanäle werden behandelt, die Luftschallkanäle nicht. Und dann geht es weiter. Es springt von da nach da, macht sein FFT und hat dementsprechend schon zwei Ergebnisse. Und dann geht er aber parallel hin, nimmt alle fünf Kanäle, macht dann die Luftschallkanäle, A-Bewertung und die Vibrationskanäle nicht. Und dementsprechend kommen wir dann zu weiteren zwei, also vier. Es war so knapp, es war so vielversprechend. Ein kleiner Trick fehlt noch. Und damit hat man die volle Kontrolle, was eigentlich im Filter wohl passiert. Wir können jederzeit Pakete einfügen. Ich gehe mal hier hin. Seriell oder parallel. In diesem Fall ein serielles Paket. Dieses Paket kann ich hier einfügen und sagen, in diesem Paket packe ich mir diese beiden Frequenzgewichtungen rein. Das heißt, wenn ich jetzt hier einschalte, kommen die Daten rein, gehen in das Paket und jetzt werden die Körperschall mit WH und anschließend die Luftschall mit A bewertet und dann geht nur noch eine Kurve weiter. Schauen wir nochmal rein. Ich würde eben noch den Data Viewer eben sagen, dass wir jetzt immer alles in ein Diagramm packen, da sieht man es besser. Und dann schicken wir es einfach rein. Und wir sehen tatsächlich, wir haben jetzt hier nur noch einen Luftschall, der auch hier sein Maximum in den 1000 Hertz hat, wie er nun mal sein soll. Und hier haben wir unseren Körperschall, der auch hierhin gefiltert ist auf die 50 Hertz. Also alles da, wo es sein soll. In diesem Beispiel ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge die beiden Bewertungskurven in diesem Paket stehen. Da gibt es aber auch andere Beispiele. Also ob ich jetzt erst den und dann den durchlaufe oder andersrum den hinter ihn anstelle, ist Schnuppe. Aber ich mache mal ein anderes extremes Beispiel nehmen, gerade ja auch mit der Vektoramplitude. Ich nehme dieses Paket nochmal, ich kopiere mir nochmal das Paket, so. Das nehmen wir mal raus. Mal angenommen, ich möchte eine Vektoramplitude berechnen. Das kann ich gerne machen. Ich kann dir hier auch einfügen. Meinetwegen hier hinten dran. Dann ist die Frage, wann kommt was zuerst? Bleiben wir bei dem Beispiel nur durch x, y, z. Das heißt, wir brauchen das hier nicht.
Dann habe ich hier jetzt die Möglichkeit zu sagen, möchte ich jetzt erst die Frequenzkurve berechnen und anschließend die gefilterten XYZs addieren oder mache ich es andersrum, dass ich erst den Vektor berechne auf dem hochfrequenten Signal und anschließend addiere. Das da geht gar nicht. Denn erinnern wir uns mal, Vektoramplitude heißt, wir haben meinetwegen 50 Hertz in eine Richtung auf und ab. Und die andere, die Z-Achse, läuft auch nochmal so ein bisschen phasenversetzt hinterher. Was passiert, wenn ich die aufaddiere? 50 Hertz schwingt und dann schwingt er nochmal 50 Hertz hinterher. In der Summe wird er ein 100 Hertz Schwingen zeigen. Jede Form einer Frequenzbewertung, die ich auf eine Vektorrechnung ansetze, ist komplett falsch. Statt 50 Hertz sieht er 100 Hertz. Entsprechend wird jede Bewertungskurve, also auch eine A-Bewertung, den falschen Pegel abziehen. Andersrum ist völlig korrekt. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mache erst die Vektorberechnung und anschließend das gefilterte Signal zusammenrechnen, völlig in Ordnung. Ich muss nur aufpassen, dass ich anschließend hier keine Kurven mehr drin habe. Ich darf hier auf gar keinen Fall irgendeine Frequenzbewertung ansetzen. Also ich kann auch keine FFT mehr rechnen oder irgendeinen Filter aufsetzen. Wer jetzt ein bisschen Angst bekommen hat, das war meine Absicht, F1 drücken, das ist die No-Panic-Taste. Da steht immer genau drin, wie das mit der Vektoramplitude geht. Klassischer Fehler, bitte aufpassen. Was können wir denn noch alles mit Beschleunigung machen? So eine häufige Idee ist, wie schwingt das denn jetzt? Also, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, X, Y, Z, in welchem Verhältnis stehen die zueinander? Ich möchte die Auslenkung, die Wege berechnen. Und das hat man schon an der Uni noch so mitgekriegt. Beschleunigung muss ich zweimal integrieren und dann habe ich die Auslenkung. Wie geht das? Auch hier wieder im Filterpool. Ich schalte das alles mal aus hier. Ich nehme es mal weg, ein bisschen aufgeräumt. Also, Insert. Da gibt es das Integrieren. Da steht er. Und in Klammern die Einstellungen, die dahinter stehen. Immer so die Zusammenfassung, wie es steht. Und dann sehe ich hier schon, hier kann ich einstellen, welche Kanäle integriert werden sollen. In diesem Fall kann ich ruhig alle Kanäle integrieren, wenn ich die drei, die ersten beiden abwähle. Ich kann ihm aber auch sagen, dass er nur halt bestimmte Kanäle auswählt. In diesem Fall ist das dann von 3 bis 6, nee, 4, 5. Das kann man so einstellen. Aber in diesem Fall kann ich auch All Channels sagen, weil nur die drei reinkommen. Wie oft wird integriert? Ich sage jetzt einfach mal zweimal. Einmal integrieren ist Geschwindigkeit, zweites Mal integrieren ist der Weg. Und jetzt gibt es hier noch eine wichtige Funktion, der Hochpass. Und das ist eklatant wichtig, wenn wir integrieren. Wenn wir Tieffrequenzsignale noch drinnen lassen, und die sind da immer irgendwo unterschwellig dabei, und die dann integrieren, dann sind die so mächtig, dass das eigentliche Nutzsignal völlig verschwindet. Wir müssen am Hochpass setzen und sagen, erst ab dieser Frequenz gucken wir uns das Signal an. Alles andere, dieser Offset, wird erstmal rausgenommen. Das passiert ganz automatisch hier, man hat dann mehrere Einstellmöglichkeiten. Relativ heißt, er orientiert sich an der Abtastrate, ist schon eine gute Einstellung. Gucken wir uns das mal an. Wir gucken uns, keine Analyse, reine Zeitdaten, nur zweimal integriert, das Ganze mal an und kriegen dieses Signal. Wenn ich da mal reinzoome, sieht man schon, das ist deutlich beruhigter. Wir können nämlich jetzt die tiefen Frequenzen deutlich besser sehen. Warum ist das so beim Integrieren? Das ist ein ganz einfacher Grund. In zweimal integrieren oder einmal integrieren ist immer ein Tiefpassfilter. Wenn ich etwas integriere, habe ich die hohen Frequenzen damit schon wieder ausgeklammert. Warum? Das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt so ein kleines Metallteilchen auf meinem Rasenmäher ständig hin und her flackert in verschiedenen Frequenzen und das macht es vielleicht mit 1000 Hertz. Das heißt, 2000 Mal in der Sekunde überlegt es sich, woanders hinzulaufen. Hier, nieder, 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 nieder. Das ist schon anstrengend, man kommt ins Schwitzen, ja? Energie ist da, aber ich komme nicht weit. Bei einer anderen Frequenz sieht es ganz anders aus. Wenn ich nur mit 10 Hertz schwinge und sage, so, jetzt gehen wir mal darüber. Ne? So. Hey, warte mal, was ist los? Geh mal rum. Da? Achso, dann gehen wir darüber. So, dann schwinge ich halt hier hin. So, hey, warte mal. Also wenn ich langsamer, seltener meine Richtung ändere, dann komme ich auch ein bisschen vorwärts. Wege entstehen nur aus tieffrequenten Signalen. Höherfrequent muss schon sehr hohe Pegel haben, um da überhaupt mal rauszukommen. Das ist das, was wir auch spüren. Deswegen haben wir auch bei der Hand gesehen, dass mit diesem WH-Filter tiefe Frequenzen vor allem besonders wichtig sind. So können wir jetzt also sehen, wir haben tatsächlich hier Y und Z hier nebeneinander, beide sehr kräftig im Pegel. X hat keine weitere Relevanz. Das würde ich mir jetzt gerne noch mal so ein bisschen schöner darstellen. Wie kann ich jetzt nicht diesen Y-Wert gegenüber dem Z-Wert auftragen. Jetzt sind wir bei dem berühmten XY-Diagramm.
Das schauen wir uns mal an. Wir müssen also gar nicht viel tun. Ich nehme diese drei, integriere das und schicke das jetzt ohne Analyse, einfach so, wie ich es gerade gesehen habe, in ein neues Ziel. Wenn wir ein XY-Diagramm haben wollen, das ist recht kompliziert. Was will ich jetzt gegen wen auftragen? In welchem Zeitbereich? Das kriegen wir im Data Viewer nicht gut abgebildet. Da haben wir zu wenig Einstellmöglichkeiten. Deswegen gehen wir einfach wieder in einen Report rein. In einen völlig neuen Report meinetwegen. Und schicken die gleiche Rechnung dort hinein. Ich mache mal diese Vorlagen hier raus und füge jetzt ein dieses Diagramm, ein XY-Diagramm. Ich mache es mal groß, dann kann man es auch auf die Entfernung sehen. Zwei ähnliche Kanäle, die brauche ich jetzt, die Datenbindung muss her. Und hier habe ich ja jetzt die Ergebnisse. Wir haben eine Messung gehabt, da gab es den Filter, nehmen wir mit, die doppelte Integration. Und dann haben wir hier diese Kanäle. Jetzt kann ich sagen, ich hätte gern Y gegenüber Z aufgetragen. Und schon kriege ich die komplette Messung, diese 10 Sekunden, dort so abgebildet. Sieht ein bisschen wirr aus. Das liegt daran, dass wir auch diesen Schlag am Anfang ja noch drin haben. Dann kann ich den jetzt einfach einzoomen und sagen, gut, dann nehmen wir den mal raus und konzentrieren uns mal so auf den mittleren Teil. Und kann jetzt auch sehen, okay, da schwingt tatsächlich einiges um. Ich kann jetzt mal zum Anfang der Messung mich bewegen, dann sehe ich, ah, guck mal hier, am Anfang sieht es wild aus, da war dieser Schlag, dann hat sich das so nach und nach ausgebildet. Man sieht sich, wie so sich jetzt dieses System jetzt mit zunehmender Zeit einschwingt und jetzt so richtig schön breit in seiner Mode macht. Okay? Ich kann auch mal ein bisschen näher reingehen ins Diagramm, die ich verstanden habe, okay, so 3 Sekunden brauche ich zum Einschwingen. Ich kann aber auch reinzoomen und mir so einzelne Lastspiele ganz genau angucken, wie reproduzierbar sind die. Da hat man ganz andere Möglichkeiten noch. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein halbes Lastspiel mir angucke und verschiebe, das sieht nicht, es erinnert mich so ein bisschen an Snake, diejenigen, die mal ein Nokia-Handy hatten. Tolles Spiel. Es hat aber auch eine ganz romantische Komponente. Man kann auch sagen, wenn das jetzt die beiden Enden sind, die sich gerade verloren haben in diesem Weiten des Diagramms, und es ist doch schön zu sehen, wie sie dann schließlich wieder nach ihrer Irrfahrt final endlich wieder doch zusammenfinden. Schön. Tolle Möglichkeiten. Das XY-Diagramm bietet uns viele Chancen, Systeme zu verstehen über der Zeit, wie schwingt es sich ein. Und wenn ich mir das jetzt mal so genau angucke, stelle ich fest, an meinem Rasenmäher, wenn ich noch ein bisschen rauszoome, da bildet sich diese Schwingform aus. Sehr reproduzierbar, immer wieder in der gleichen Art und Weise. Und da kann ich schon eine Mode drin erkennen. Das ist klassisch in eine Richtung ausgeprägt, in Y- und Z-Richtung. Ist so ein bisschen geknickt. Das ist so ein erster Hinweis, vielleicht sind da sogar zwei Moden, die umeinander schwingen. Was eine Mode ist und wie ich die jetzt auswerte, gibt es im nächsten Video. Dann heißt es Modalanalyse. Oh Gott, wer kann es machen? Da hat man immer so ein bisschen Angst, Schweiß im Nacken. Ist gar nicht so schwer. Ich zeige euch, wie man das mit einem Hammer, den wird gebraucht, so eine Modalanalyse an einem Gerät durchführt und dann auch versteht, warum es zu diesen großen Vibrationen bei diesen tiefen Frequenzen kommt. Okay, tschüss.